Ja, die CESA-Verschlüsselung, Mathematik in Anwendung und auch noch in Anwendung, was man wirklich im Alltag verstehen sollte. Ihr verschickt viele Nachrichten. Ich habe jetzt mal von Laptop zu Laptop genommen, kann auch von Smartphone zu Smartphone sein. Früher hat man eine Nachricht auf den Zettel geschrieben, im Klassenraum hin und her geschmissen. Und was ist, wenn ihr diese Nachricht jetzt verschlüsseln wollt? Also zum Beispiel, ihr wurdet morgens gefragt, was liebt ihr am meisten? Ja, die Antwort wäre Mathe. So, das soll jetzt aber keiner mitbekommen, außer die Person zum Beispiel, wo ihr die Nachricht hinschickt. Jetzt schickt ihr also die Nachricht oder wollt die Nachricht Mathe als Antwort verschicken. Und eben nicht genau so, dass man es jetzt sieht, sondern verschlüsselterweise. Also brauchen wir irgendeine Methode und die CESA-Verschlüsselung ist relativ gut zu benutzen am Anfang, um in dieses ganze Thema erstmal reinzukommen. Jetzt verschlüsselt ihr das, dann sehen wir gleich, was dann da steht. Ja? Und das wird dann jetzt verschickt und kommt dann verschlüsselterweise an. Ne? Entweder greift jetzt dann einer das Stück Papier ab und sieht dann eben nicht Mathe, sondern irgendetwas anderes. Oder einer hat den Laptop und sieht dann entsprechend die Antwort. Und nur ihr kennt jetzt die Verschlüsselung und dann ist man sich zumindest hier sicher, dass die Antwort auch nur dann gelesen wird oder von demjenigen, der entsprechend dann den Schlüssel hat. Ja, und das ist jetzt so grob erstmal, um in dieses Thema reinzukommen. Und was heißt jetzt dann genau die CESA-Verschlüsselung und wie kann man damit jetzt arbeiten? Also folgende Methode. Mathe wollen wir verschlüsseln. Wir nehmen jetzt folgenden Schlüssel. Der Schlüssel ist 3. Und was heißt jetzt Schlüssel 3? Wir machen jetzt aus dem A 1, 2, 3 Schritte weiter in, ich mache es jetzt mal extra visuell, in diese Richtung, also im Alphabet nach vorne. Dann wird aus dem A ein D, um 3 Positionen weiter. Ich mache mal hier plus 3 hin. So, was würde jetzt zum Beispiel aus dem M werden? Da könntet ihr jetzt das Video stoppen. Ihr sollt vorwärts im Alphabet 3 Positionen gehen. Dann geht ihr zum M, dann 1, 2, 3 weiter. Vom M aus gesehen, plus 3 weiter, landen wir beim P. So, und das ist ja erstmal eine ganz einfache Geschichte. Und ich versuche jetzt mal noch eine Visualisierung. Jetzt könnte man ja auch Folgendes machen. Ich habe jetzt durchnummeriert, das wird gleich noch entscheidend sein, auch wenn wir ein bisschen mathematischer werden, keine Panik. Wir könnten jetzt auch einfach das Alphabet nicht genau so unten drunter schreiben, sondern dann eben verschoben. Sprich also, dass das D, A wird hier auf D abgebildet, B würde dann auf E abgebildet, C auf F und so weiter. Also einfach verschoben. So, das schreibe ich jetzt mal unten drunter. So, ich denke, ihr kennt, also ich habe praktisch so verschoben, jetzt fangen wir bei D an, sind dann entsprechend hier in der Position bei Z fertig und dann einfach nochmal A, B, C. Dann wird es wieder von vorne losgehen. Und jetzt kann man einfach ablesen, verschlüsselterweise, was würde jetzt aus dem M werden? Und dann könnte ich bei dem M entweder 1, 2, 3 nach da wandern oder direkt runterschauen, wird zu P. Das A wird zu D. Das T wird zu W, das H wird zu K und das E wird zu H. Ja, und jetzt habt ihr eure Nachricht verschlüsselt und jetzt käme P, D, W, K, H an. Das heißt, wenn das jetzt einer abgreift, denkt er sich, aha, das liebst du also am meisten, was soll das denn jetzt wohl sein? Und das Ganze muss man natürlich dann auch entschlüsseln. Und nur wenn man eben den Schlüssel kennt und natürlich auch, dass man vorher klar gemacht hat, okay, wenn ich jetzt den Schlüssel 3 wähle zum Verschlüsseln, also ich mache aus Mathe diese Geheimschrift, dass ich dann im Alphabet vorwärts um 3 Positionen gehe, dann weiß ich ja, okay, mein Schlüssel ist 3 und jetzt gehe ich 3 rückwärts. Machen wir hier auch mal den Test, erstmal mit der Visualisierung, indem ich das Alphabet wieder verschobenerweise hingeschrieben habe. Ihr wollt P, D, W, K, H entschlüsseln. Ihr wisst, der Schlüssel ist 3. Und natürlich könnte man jetzt hergehen, hat das so hier stehen und weiß dann, okay,
von P gehe ich ja 1, 2, 3 Schritte zurück und lande bei dem M. Oder eben jetzt das ganze Alphabet, ne? Vorhin beim Verschlüsseln habe ich es so verschoben und jetzt verschiebe ich es so. Das heißt, ne? A startet jetzt hier, ja? Und dann noch X, Y, Z. Und jetzt könnte man wieder hergehen und sagen, okay, jetzt bin ich ja beim Entschlüsseln, ne? Bei P schaue ich bei P und weiß, alles klar, das ist ein M. Bei D schaue ich nach, ist ein A. Bei W schaue ich nach, ist ein T. Bei K schaue ich nach, ist ein H. Und beim H schaue ich nach, ist ein E. Und dann hätte ich, ne, diese Nachricht entschlüsselt. Und dann habe ich Mathe da stehen und weiß, das, was du am meisten liebst, ist Mathe. Und jetzt kann man ja mal mit der Durchnummerierung in das Mathematische gehen. Was heißt es jetzt mathematisch, Mathe zu verschlüsseln mit dem Schlüssel 3, indem ich jetzt diese Nummerierung benutze? Ja, dafür habe ich mal ein bisschen Platz gemacht, denn jetzt kann man ja wie folgt hergehen. Man hat jetzt die Buchstaben entsprechend, ne, durchnummeriert. So, und jetzt wäre es ja ein einfaches zu sagen, alles klar, wenn ich jetzt das A nehme, zum Beispiel, muss ich auf D kommen. Das heißt, wenn jetzt, ne, dem A, ne, da haben wir die 0 zu, wenn ich jetzt 0 plus 3 rechne, ne, das ist ja jetzt einfach, ne, 0 ist entsprechend das A, ich rechne plus 3, ja, dann kommt 3 raus, das ist für viele ganz entspannt, dann gucke ich bei 3, ist ein D. Also eigentlich ganz einfach. Jetzt kommt aber etwas ganz Spezielles aus der Mathematik. Ne? Denn was wäre denn jetzt, wenn ich zum Beispiel Z mit plus 3 entsprechend verschlüssel? So. Wo würdet ihr rechnerisch drauf kommen, wenn ihr 25 rechnet, plus 3, ne? Klar, 25 plus 3 sind 28. 28 haben wir aber nicht. So. Ihr könnt euch ja jetzt natürlich, ihr könnt jetzt ablesen, ihr habt es jetzt visuell verstanden, Z könnte ich entweder hier, ne, um, da geht es nicht weiter, aber es fängt von vorne an, 1, 2, 3 geht auf das C, hier kann ich direkt ablesen, Z geht beim Verschlüsseln mit dem Schlüssel 3 Vorwärtsrichtung zum C, aber wie komme ich denn jetzt mathematisch, C wäre ja 2, also warum ist denn jetzt 28 gleichbedeutend mit der 2? Ich schreibe das erstmal ganz vorsichtig hier hin. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, das nennt sich Modulo-Addition. So, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man mal ein paar Beispiele durchgerechnet hat. Das wäre dann wie folgt. 25 plus 3 Modulo. Insgesamt haben wir hier, man sieht zwar 25, aber es fängt ja bei 0 an, es sind insgesamt 26 Buchstaben, also Modulo 26. Und das entspricht gleich 2. Warum? Wie kommt man da drauf? Ihr müsst einfach nur ein bisschen fit sein im Teilen mit Rest. Es geht nur bis 6, bis 25 hier. Wir haben insgesamt 26 Buchstaben. Und jetzt nehmt ihr einfach das, was hier steht, die Zahl. 28 geteilt durch 26 ist gleich. Die 26 passt einmal in die 28 rein, bleibt der Rest 2 übrig. Rest 2, 2 ablesen, ist C. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Y, 24, wir rechnen 24 plus 3, aber Modulo 26, was ist das gleich? 24 plus 3 sind 27 geteilt durch 26 gleich, passt einmal rein, Rest 1, 1 abgelesen, ne, also 1 und 1 abgelesen wäre dann entsprechend B, optisch nochmal nachvollzogen, vom Y aus gestartet, 1, 2, 3 weiter, jawohl, wir landen beim B oder eben auch direkt abgelesen, Y, ne, bei dem Schlüssel 3 wäre B. Und so wird dann Modulo-Addition anschaulich, verständlich mit ein paar Beispielen und auch eben in der Anwendung. Ne, warum macht man Modulo-Rechnung? Ne, also dieses wieder von vorne anfangen eigentlich. Ne, ihr kennt das vielleicht oder ihr kennt es, wart euch aber dessen nicht bewusst. Ne, denkt einfach an die Uhr. Ne, bei 12 geht es wieder von vorne los, ne, anstatt 12, 13, 14, 15, 16 und so weiter zu rechnen.
Also eigentlich etwas ganz Anschauliches und gerade jetzt mit der CESA-Verschlüsselung in einem natürlich relativ einfachen Beispiel der Verschlüsselung, aber einfach um reinzukommen in das Thema und dann schrittweise weiterzugehen für ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, Datensicherheit heutzutage, Verschlüsselungstechniken, dass man da fit ist und auch weiß, was passiert, welche Möglichkeiten gibt es und es kann wirklich super spannend sein.